wichtigen Pflichten. Wir rennen weg vor den wichtigen Geschichten. Wir rennen weg, anstatt uns zu fragen, wird diese Ignoranz uns irgendwann mal bestrafen. Wir rennen weg vor unseren richtigen Pflichten. Wir rennen weg vor den wichtigen Geschichten. Wir rennen weg, weil wir Angst davor haben. Aber es ist wichtig, diesen Kampf jetzt zu starten. Schaut euch die Welt an, so weit ist es gekommen. Doch noch immer leben viele weiterhin in Trost. Merkt ihr nicht, dass wir langsam gegen eine Wand fahren? Es ist Fakt, unser Lebensstil ist krank, Mann. Die Südhalbkugel wird zugrunde gerichtet. Was auf der Welt passiert, ist unsere Geschichte, weil jeder Einzelne von uns daran teilhabt. Egal wie klein unser Einfluss auch sein mag, auf jeder Ebene kann man was bewegen. Wir müssen anfangen, miteinander zu reden, über die Sachen, die momentan so passieren, die Fehler der Menschheit gerade zu biegen. Wir haben die Möglichkeit heute, aber nein, wir vergeuden unsere Zeit mit Bedeutungslosigkeit. Ich frag mich, wie es weitergeht, wenn nicht mal jeder Zehnte die Probleme dieser Zeit versteht. Wir rennen weg vor unseren richtigen Pflichten, wir rennen weg vor den wichtigen Geschichten. Wir rennen weg, anstatt uns zu fragen, wird diese Ignoranz uns irgendwann mal bestrafen. Wir rennen weg vor unseren richtigen Pflichten, wir rennen weg vor den wichtigen Geschichten. Wir rennen weg, weil wir Angst davor haben, aber es ist wichtig, diesen Kampf jetzt zu starten. Dankeschön. Danke, dass du es gemacht hast, sehr gut. Danke, dass ich hier sein durfte. Also, auf Instagram heißt es Gordi, G-O-R-D-I unterstrich MVP. Das war ja mal ein mega krasses Ende für so eine Demo, ne? Also, formal gesehen sind wir jetzt fertig. Falls jemand mehr von euch was sagen will, würde ich jetzt sagen, die Demo ist hiermit beendet. Das soll natürlich niemanden von euch abhalten, euch jetzt noch hinzusetzen, ein paar neue Leute kennenzulernen, euch zu vernetzen mit anderen Menschen, euch zu unterhalten über wichtige Dinge und einfach neue Freunde zu finden, denn auch dafür ist so eine Demo da. Des Weiteren hoffe ich, dass ihr auf jeden Fall nächsten Freitag wieder dabei seid. Und dass ihr all euren Freunden Bescheid sagt und alle eure Freunde mitbringt. Das wäre einfach super. Genau, und wenn ihr Leute aus dem Taunuskreis und dem Hochtaunuskreis kennt, dann sagt denen Bescheid, dass sie sich bei uns melden sollen. Wir werden da Kontakte aufbauen, sodass wir das weiterleiten können. Es hat mich super gefreut, dass ihr alle da wart. Es freut mich immer wieder, jeden Freitag, wenn ich diese Demos gehe, die ganze Energie hier mitzukriegen, die wir alle zusammen aufbringen können, wenn uns was interessiert und wenn wir was verändern wollen. Diese Energie muss so bleiben, Leute. Es muss so bleiben. Und wir können uns auch noch steigern. Und wir werden größer und mehr. Und wir werden etwas verändern. Und am 1. März haben wir die Schulen frei, deshalb. Kommt alle. Ja. Ja. Damit wir noch viel größer werden, als es jetzt schon sind. Leute, danke, dass ihr alle da wart. War ein toller Tag heute. Und eine tolle Demonstration. Ich freue mich auf viele weitere. Beziehungsweise wäre es natürlich am besten, wenn es möglichst wenige werden. Aber wir werden es so lange weitermachen, bis wir etwas verändert haben, bis wir es verbessert haben, bis wir die Welt gerettet haben. Und bis dahin werden wir uns alle jeden Freitag wiedersehen. Tschüss und danke, dass ihr da wart. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Habt ihr
Das muss ich nochmal richtig filmen, das Schild. Kannst du es mal hochheben? Ach so. Ja, genau so will ich das haben. Danke.